Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein, immer noch, und ich bin auch immer noch Experte für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung und verfüge natürlich hier über einen sehr langen Zeitraum an Erfahrung, wenn es darum geht, insbesondere IT-Businesses weiter voranzubringen. Ja, das kann natürlich sein, dass du noch ganz am Anfang stehst, dass du sozusagen ein Solopreneur bist oder jemand, der gerade ein Startup macht. Das kann sein, dass du entweder Softwareentwicklung als Dienstleistung anbietest oder dabei bist, dir ein Software-Tool, eine Lösung, also ein sogenanntes SaaS-Produkt zu entwickeln und das irgendwann mal in der Zukunft zu skalieren und an den Markt zu bringen. In der Regel sind die meisten eben scheitern daran, ein Produkt zu entwickeln als solches, weil einfach das viel, viel kapitalintensiver ist. Ja, in der Regel wird das Rad dort auch nicht nochmal neu erfunden. Das heißt, es gibt immer schon irgendeinen vorherrschenden Marktleader. Ne? Also mal ein ganz blödes Beispiel, du möchtest irgendwie ein CRM entwickeln, also als Produkt, also keine individuelle Lösung als Projektgeschäft, sondern eine CRM als Produkt. Ja? Dann hast du hier Pipedrive, dann hast du HubSpot, dann hast du Salesforce und so weiter. Also es wird sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, und die meisten scheitern dann eben kläglich und haben dann irgendwie über viele Jahre hinweg Millionen von Euro verbrannt. Ja, also da immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, halt ein Softwareprodukt zu erstellen. Und cleverer wäre es natürlich, wenn du dir eine Firma suchst, wenn du genug Kapital hast, eine Firma suchst, die vielleicht schon ein Softwareprodukt hat und dann mit der zusammen dich verschmilzt und dann eben das Produkt, das schon besteht, noch besser zu machen. Das ist die zweite Möglichkeit und dann gibt es noch eine Möglichkeit natürlich, dass du in dem Fall, wenn du Geld hättest, aber wenn du natürlich kein Geld hast, dann bist du ja auf der anderen Seite und sagst, okay, ich habe schon ein Softwareprodukt, dann ist natürlich, brauchst du entsprechend die Geldgeber. Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, also die Success-Wahrscheinlichkeit, die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Success-Rate ist wesentlich geringer. Also ich würde mal sagen, ungefähr 1 zu 1000, ja. Warum? Weil da ist so eine riesige Dunkelziffer von Entwicklern, die in dem stillen Kämmerchen irgendwie eine eigene Produktlösung oder irgendwas, eine SaaS-Lösung oder sonst was irgendwie da rumgezimmert haben, von denen niemals jemand wirklich was erfährt, ja. Deswegen, ich würde sogar sagen, es ist bei 1 zu 10.000 die Wahrscheinlichkeit, dass du ein eigenes Produkt entwickelst und das dann quasi hochskalierst, deine eigene SaaS-Lösung, ja. Und man sieht natürlich dann immer nur im Markt die Spitze des Eisbergs, wenn du sagst, okay, und die ist sehr extrem spitz bei der SaaS-Lösung-Produktion. Das heißt, wenn du jetzt mal wieder irgendwie jemanden siehst, der hat ein geiles Funnel-Tool entwickelt, dann nochmal den letzten Schrei des Funnel-Tool-Buildings, was es gibt, und der hat jetzt irgendwie 1000 Kunden gewonnen und die sozusagen passives Einkommen da generiert und so weiter. Gut, dann war das jetzt einer, der einigermaßen erfolgreich geworden ist mit dieser einen Funnel-Tool-Geschichte, ja, zum Beispiel Easy2 oder sowas oder OnePage oder was es da so an deutschen SaaS-Entwicklern aktuell gibt, ja, und die auch quasi dort ihren kleinen Market-Share auch dann eben haben, über bestimmte Maßnahmen auch und so weiter, das ist aber auch nicht einfach und auch ihre Daseinsberechtigung, aber auch die müssen immer wieder weiterentwickeln, immer wieder reinvestieren, also das ist nicht so ganz einfach, ne? Also dass du nicht einfach sagst, ich mache hier eine schöne Marge, ja, passives Einkommen und ich lasse mir jetzt gut gehen. Wenn du aufhörst, dein SaaS-Produkt stetig weiterzuentwickeln, wirst du auf kurz oder lang deine Kunden wieder verlieren. Die werden das Abo einfach beenden und fertig. Also es ist auch kein Easy Game. Und deswegen ist letztendlich die leichtere Variante, wir unseren Kunden auch mal bei versuchen, okay, es ist Projektgeschäft. Warum? Weil du kannst natürlich, also Individualprojektgeschäft, ja, oder du auch Customized Projektgeschäft genannt oder auch Standardized Projektgeschäfte, die Customizing benötigen. Warum? Weshalb? Weil wenn kein Element der Customizing oder des Customizens oder der Individualisierung da mit inbegriffen ist, dann wirst du einfach nicht benötigt. Ne? Also wenn ich jetzt sagen wir mal ganz banal gesagt ein Endkonsument bin, ich brauche eine Antivirus-Software-Lösung, ich gehe in den Laden rein zum Saturn und kaufe mir die neueste, ja, Old-Fashioned-Box von Antivirus McAfee, dann brauche ich dafür keinen Entwickler, der mir das Ding aufsetzt, anpasst oder sonst was. Es ist einfach ein standardisiertes Softwareprodukt von einer riesigen Firma, die es schon Ewigkeiten gibt, die milliardenschwer ist. Ich kaufe mir das Ding, installiere es, fertig. Das heißt, egal was du draußen anbietest, ob du jetzt halt rein individuelle Lösungen anbietest als Softwaredienstleister oder ob du jetzt halt auch in einem Bereich tätig bist, wo sogenannte Proprietärlösungen vorhanden sind oder Standardized Products
oder Softwarelösungen, SaaS-Lösungen und so weiter, wie zum Beispiel SAP, Oracle, Adobe, Salesforce, die weniger bekannten PIM Core, Open Source, All-in-One-Tool für Enterprise-Lösungen, ja, Core Media und wie sie alle heißen, CMS-Produkte, Lösungen und so weiter. Dass wenn du dich auf eine von diesen Lösungen spezialisieren solltest, ist immer das Element als Dienstleister, dass du diese dann verstehst, durch und durch verstehst und anpassen kannst auf die individuellen Bedürfnisse deiner potenziellen Kunden. Ja? Ansonsten könnte ich mir auch einfach ein Enterprise-Tool wie Adobe oder Core Media kaufen, bezahle dafür die Lizenz, 500.000 Euro im Jahr, kauf mir das Ding, installiere das, fertig. Nein, es ist natürlich dann die Customizing Elements, die individuelle Anpassung an meine Geschäftsstrukturen individuell, ne, wo ich dann eben den Dienstleister eventuell benötige, weil ich eben zum einen weder die Kapazitäten nicht intern habe und zum anderen entweder die Ressourcen nicht intern habe. Also das Know-how nicht, die Kapazität im Sinne des Know-hows oder die Kapazität im Sinne der Leute. Ja? Das heißt, immer Wissen und die Leute, die es dann umsetzen. Okay? Wissen, Mangel an Wissen ist Beratung und die Leute, die es umsetzen, ist letztendlich Softwareentwickler verkaufen. Ja? Also quasi, und auch da gibt es wieder Unterstufen. Das heißt, also ich kann ja so einen Softwareentwickler verkaufen als Paket, als Projekt, typische Dienstleistergeschäfte. Dort habe ich dann zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist Werksvertrag versus Dienstleistervertrag. Das ist letztendlich auch schon in vielen Videos bei uns, auch von JNP Soft GmbH, untersucht worden. Was ist da besser? Werksvertrag ist letztendlich Pauschale, Lump Sum, sagen die Engländer. Ja? Also ich sage, okay, ich habe das Projekt, da setze ich jetzt 80.000 Euro für ein und that's it. Und das ist meistens immer problematischer, eher von den Kunden gewollt, weil sie sozusagen präzise wissen, okay, das ist das Budget für genau dieses Projekt. Nur dann häufig eben das Erwachen dann während des vermeintlichen Endes des Projekts, ja, kommt dann meistens das böse Erwachen, weil dann einfach der Dienstleister sagt, so, wir sind eigentlich komplett übers Budget, aber wir haben uns nicht getraut, das bis jetzt zu kommunizieren. Uiuiui, jetzt ist noch 2 Monate bis zum Ende, aber wir bräuchten einfach nochmal 40.000 Euro Nachschuss. Ja, 20%, 30%, 40% übers Budget, haben uns noch nicht getraut, bis jetzt das zu kommunizieren, tun uns wirklich leid, aber jetzt ist es sozusagen kurz vor offizielles Projektende, müssen wir es halt doch kommunizieren. Ja? Ist bestimmt schon das ein oder andere Mal vorgekommen da draußen. Also, wenn wir also über diese ganzen Themen sprechen, wie du dich aufstellen kannst, wie du skalieren kannst, wie du ein vernünftiges IT-Business, Software-Dienstleister-Business aufbauen kannst, musst du halt diese ganzen Faktoren immer berücksichtigen. Und da wir ja auch mit unseren Kunden sehr, sehr eng zusammenarbeiten, teilweise in den Sales-Calls mit drin sind, meine Sales-Agent und so weiter und so weiter. Ich habe heute wieder eine neue Dame interviewen dürfen, die eine sehr, sehr gute Sales-driven Person ist. Aber auch die wird von uns nochmal ganz gezielt und bewusst darauf hingelenkt, Sales und Vertrieb zu machen in ganz bestimmten Produkten und Bereichen, um diese ganzen Dinge, die ich jetzt alle gesagt habe, auch zu verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn Sales ist nicht gleich Sales. Ja? Also das sagen ja auch viele generische Verkaufstrainer sowas. Ne? Also es gibt diese ganzen Sales-Kurse und so weiter, die kann man sich alle reinziehen, ist alles super. Nur wenn ich halt eine Kaffeetasse verkaufe, dann kann ich das mit NLP machen. Ich kann jemanden versuchen, Einwandbehandlungen und sehr gekonnten Verkaufsmethoden, die Kaffeetasse möglichst schnell zu verkaufen. Ist aber dann doch nochmal was anderes, wenn ich jetzt komplexe IT-Produkte an den Mann bringen möchte, dann hilft es halt doch, wenn ich dann auch nochmal ein paar andere Kenntnisse habe, die ich jetzt bei der Kaffeetasse nicht benötige. Ja? Und das sind halt so die fehlenden Add-ons, die halt wir auch bieten häufig, die nicht vorhanden sind häufig beim Kunden oder auch bei denen, sag mal, bei den Sales-Teams, die sie versuchen aufzubauen oder auch dabei sind aufzubauen. Das ist natürlich mitunter auch eines der schwierigsten Dinge überhaupt, ein Team aufzubauen. Und ich würde mal sagen, das schwierigste Team, das es gibt, aufzubauen, ist wahrscheinlich das Sales-Team. Ja, der eine oder andere von euch mag jetzt mal sagen, ja, ein Software-Entwickler-Team aufzubauen ist doch viel schwieriger. Ja, oder ein Marketing-Team oder sonst irgendwas ein Team. Ich würde sagen, Sales-Team ist das Allerschwierigste, weil ein Sales natürlich davon lebt, sich gut verkaufen zu können. Das heißt, ich kann jemanden, der sich sehr, sehr gut verkaufen kann, nicht wirklich in, egal wie noch so vielen Assessment-Centern oder Interviews oder Vorstellungsgesprächen, wirklich herausfiltern, wie gut er tatsächlich ist. Das heißt,
Du findest bei keiner anderen Rolle, in dem Thema Mitarbeitergewinnung sind wir jetzt zum Beispiel auch ein sehr starkes Thema der Skalierung, bei keiner anderen Rolle als wie beim Sales-Thema kannst du so wenig vorweg wirklich erfahren über eine Person und so viel erst dann darüber erzählen, ob sie die richtige Person für die Rolle ist in deinem Unternehmen, als wie on the job, als wie beim Sales-Manager oder bei irgendeiner Sales-Tätigkeit. Ja? Und deswegen auch in den ganzen großen Sales-Agenturen wird es ja so gemacht, da gibt es grundsätzlich, wird dann niemand eingestellt, egal für, selbst die banalste Sales-Aktivität, wird dann niemand eingestellt, ohne mindestens einen Tag oder vielleicht sogar manchmal zwei oder drei Tage quasi im Büro mindestens mal 8 Stunden lang telefoniert zu haben und die Leute hören dann mit, Teamleiter, Ausbilder und so weiter und so weiter. Ne? Dafür wird dann niemand komplett eingestellt und häufig ist es sogar so, dass man dann erstmal nur für einen Monat einen Monat macht. Häufig läuft es auch über Zeitarbeitsfirmen und so weiter, aber das machen wir nicht. Wir machen das alles bei uns in-house. So, das soll es gewesen sein bei dieses Video. Einfach mal so eine komplette Zusammenfassung, worum es jetzt eigentlich geht bei uns hier bei Thomas Klein Consulting und letztendlich wir unterstützen auch operativ, aber möchten natürlich auch unsere Kunden direkt voranbringen, indem wir einfach sagen, okay, wir beraten dort auch und sehen halt häufig Dinge, die schon lange falsch gemacht worden sind und wir innerhalb von kürzester Zeit können da eben beratend tätig sein und einfach unterstützen und die Dinge, die Weichen eben so stellen, dass ihr dann auch zukünftig schneller mehr Erfolg habt und auch schneller eure Ziele wieder erreicht. Das war es gewesen für dieses Video. Ich bedanke mich wie immer und dann bis zum nächsten Video. Wenn das Video irgendwie cool war, Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wie gesagt. Abonniert gerne auch den Kanal. Bis dann, ciao.